Domani. Kennst du Domani? Domani, Domani, mit den weißen Tauben fliegen oder so, gell? Wo wir wieder bei den Tauben sind. Kenn ich, ja. Aber diese, ich habe eine Hühnersuppe. Aber das ist nicht so gut. Andere große mit Register. Ja. Das ist nur zwei, andere gibt drei oder vier. Und da auch gibt's, aber das hast nicht schon. Ja, das ist das Reiseakkordeon, oder? Das ist. Das andere ist daheim. Royal Standard Bellone. Das Flohmarkt-Akkordeon, oder? Salzburg. Ah. Das ist von Salzburg, wo? Aus der Schau. Da. Ja. Oder Vöcklerbruck. So, Musikhaus. Musikhaus habe ich ja gesagt. Musikhaus. Salzburg, Wolklabruck. Vöcklerbruck. Wolklabruck. Schäfert. Bin ich. Kennst du Rumänisch? Ob ich Rumänisch kenn? Ja. Kann? Nein. Einfach nur eine. Gefatsch. Cefatsch. Cefatsch. Bine. Gut, heißt so gut. Cefatsch Bine. Englisch? Yeah. Hast du Englisch? Ja. Yeah. How do you do? Almost nice. And you? Thank you. Warte, ich kann auch ein bisschen Englisch. Was Color Favorit? Color Favorit? Black. What your name? Wolfgang. And yours? Marius. Nice to meet you. Nice to meet you, was ist das? Schön dich zu sehen. Also schön dich kennenzulernen. Nice to meet. Nice move. Was ist das, nice move? Nice move? Ja, nice move. Nice move ist eine Spitzenbewegung. Was ist das? Spitzenbewegung. Eine schöne Bewegung. Ja, also, ja. You have to go to the information. Friday and Saturday. Yeah, and okay. Tell the lady that I am here. It's just 2 days without stickers. Okay, good. Die aktuelle Diskussion über Bettelverbot sehe ich gleich wie die ganze Diskussion über Bettelverbot, nämlich bis zu einem gewissen Grad entbehrlich bzw. Nicht offen genug. Also nicht offen genug im Sinn von den Leuten, die es betrifft und im Sinn, wie man damit umgeht. Das heißt, dass man irgendwie sozusagen diese
Pseudo-Aufgeklärtheit vorschiebt und sagt, man hilft den Leuten dort und man macht Projekte dort, aber im Hintergrund immer das steht, dass man die Leute einfach weghaben will, weil sie nicht dahin passen, wo es schön ist. Der Blätter, so sieht die Wand aus. Rumänia. Da bist du mit. Sag ich das? Sonst geht es an den Kranz. Und da geht es an den Kranz. Da geht es an den Kranz. Da geht es an den Kranz. Liebe Kranzerinnen und Kranzer, liebe Gäste von nah und fern, während hier auf der Bühne noch aufgebaut wird, haben Sie schon die Gelegenheit, die vielen Köstlichkeiten hier auszuprobieren? Es gibt viele Milchspeisen, es gibt Süßspeisen, es gibt Salate. Es ist wirklich für alle Geschmäcker etwas da. I lose there, you see. He went to stay there and I'm checking someone is here too. I'm looking for another place, so. Yes, the Intercultural Institute was set up at the initiative of a group of teachers from Timișoara and from the region that attended a Council of Europe seminar organized for the first time in Eastern Europe by the Council of Europe on the topic of the intercultural perspective in civic education. And we are very glad that we are situated with our office here in this square where the revolution in December 1989 started. Es ist deswegen vielleicht auch der Zufall, dass sie nach 89 sich am schnellsten, am besten in einer ersten Phase zumindest angepasst haben. Also einfach frei Geschäfte zu machen. Wo die Rumänen vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, das zu verstehen, wie sowas funktioniert. Yes, in fact this is a new reality, and this is a common element between our region and Bistrița region. Both are very strong emigration. The new way of migration. They travel from place to place where they know that they will lose some money. Die Betteln sind schon früher da in Graz. Wieso? Meinen Sie, sie betteln nur? Oder?
Hat mit dir was gemacht? Die spielen ja auch ein Instrument. Spielt immer das Gleiche. Ja, spielt verschiedene. Ja, der hat auch. Ja. Das ist der ist ja, aber kann man stolz sein drauf, ne? Wie viele Instrumente spielen Sie? Schön wäre es natürlich, wenn sie es musikalisch irgendwie was umsetzen auch könnten. Das ist immer irgendwie ein bisschen ein Déjà-vu-Effekt. Man hört immer die gleiche Melodie seit 3 Jahren. Aber vielleicht ist das wie in der Politik, da hört man ja seit 3 Jahren immer die gleiche Leier. Ich freue mich, wenn ich sie sehe, weil ich das musikalische Element in den Massen, in den Mengen sehr spannend finde. Und ich spiele sogar mit manchen, dass ich ihnen das Instrument wegnehme und versuche selber irgendwelche Töne rauszubringen. Das funktioniert nicht. Das ist ein schönes Erlebnis zwischen zwei Menschen, ein Kind und ein Erwachsener quasi. Ja, ich denke einfach, dass die Kinder, die da betteln müssen, dass die ziemlich arm sind, dass man das eigentlich nicht bedenkt, dass die, wenn die in Rumänien sind, nichts haben und nur davon leben, dass die, was sie eben da erbetteln. Das steirische Landessicherheitsgesetz mit den Kindern. Aber vollzogen wird ja nach dem Sicherheitsgesetz und nach der Bettlerverordnung bei den Kindern. Mhm. Mhm. Die Kinder werden ja als Musiker nicht wirklich gesehen jetzt. Ich glaube, dass das gar nicht die Kategorie mehr oder weniger ist. Ja. Also wird sicher eher als Bettler gesehen. Das Kind. Zuerst sind Kopie und Mama Lorak Michel in Austria. Aici sunt împreună cu muzicianul ucrainean foarte cunoscut acolo, băiatul chiar au cântat împreună. Ăsta nu e din... Nu, el e din Ucraina, e un din muzicieni destul de cunoscuți din Graz. Unde ăștia au mai plecat din peste hotare, așa, din orașul meu, unde ei sunt muzicieni care chiar cântă copii și lor și... Also, ob es Geschwister sind, weiß ich nicht. Aber sie schauen sich sehr ähnlich. Nein, ich kenne beide. Ich meine, normalerweise gebe ich gar keine Auskunft, weil es gibt so viele Menschen, die was das benutzen. Die Kinder, solche Kinder. Ne? Ich bin gegen das. Weil es reicht schon, wenn die Eltern die Kinder da betteln schicken. Also kann es nicht was Gutes sein für die Kinder. Sie sollen selber arbeiten gegen die Erwachsenen. Und die Kinder Kinder sein lassen. Was geht denn da? Nehmen wir jetzt gleich rum und wichsen sie am Schädel. Straßenmusiker. Aus mit denen, oder? Ein schweres drum. Ja, je nachdem, wie sie spielen. Ja, ich sage, ein Österreicher kann immer spielen, aber nicht die. Das ist ja Mafia, das, die kleinen Kinder. Da hängt die Mafia nicht mit. Also, das bin fotografiert, bringe ich immer mit. Ja? Ich rasiere mich wieder. Wir reden jetzt über die Musik im Dorf und so. N-are cine să mai cânte. Aici e toată treaba, știi? Și... Și s-a schimbat și repertoriu, nu? Cum? Repertoriu muzical nu s-a schimbat. La țigani? Da. Ba da.
s-au schimbat, deci cântări vechi nu se mai cântă. O la ce nuntă îi merge, deja au început cu stilul ăsta de manele. Păi ei fac, voi vreți să faceți un film? Mai gol și-au documentar 3 cu cele de curte. Dar acum să mă duc. Dar mai cântă să ieși, Dumnezeu, ce se crește să păgați un film? E cu Julita Lopoto. Voi tomel pesche co Senor Io i voi tomel astero velas Io i mera Io i che mamma Auf der Schule Nummer 4 von Timișoara. Ich und meine Kollegen haben ein Projekt angefangen, ein Pilotprojekt, welches wird in die ganze Timișoara gemacht. Wir haben in dieser Schule einen Club, wer die Junge von dieser Schule, die Roma-Junge, und nicht nur die Jungen von der Schule, also die Jungen, welche wohnen in der Nähe von dieser Schule, kann kommen und die machen verschiedene Aktivitäten. Eu de când lucrez de 8 ani, nu am problem. Dar nu problem. Așa am format colectivul, așa se uniți și studați încât parcă sunt frați. Deci they are like brothers. Chiar sunt prieteni rom. Cuplu de iubire. A, da? Da. Oh. They're having some cases that a girl and a boy they're together. A Roma, cum e? Un băiat sau? Da. Băiat, fetele, da? Da, și fetele rome au prieteni rome. Mm-hmm. Am și în clasă, de exemplu. There are some Romanian girls, Gati, they are having ce e. Boys, Roma boys. She said that she's fighting for the Roma rights, maybe more than a Roma guy, Roma people, you know? Because she really loves Roma kids. Sehr viel als Kind schon. Ich bin ja vom Land, also von der Oststeiermark, und ich habe als Kind schon als 10-Jähriger schon mit dem Akkordeon bei allen möglichen Festivitäten und früher hat es ja noch bei den Bauern alle möglichen Volksbräuche gegeben, also wenn man den Mais geschält hat und so weiter, da habe ich immer gespielt. Es war irgendwo, es war angenehmer, es war gemütlicher. Es ist jetzt überall so ein wahnsinniger Leistungsdruck drauf. Man hat alles, man hat ja viele Prüfungen, das und das. Und es wird alles hineingepfercht und was hat's. Also ich möchte heute nicht mehr studieren. Ich will gar nicht Musik studieren heute. Die werden ja durch die eigene Musik oft krank und müssen sich dann mit der Musik wieder therapieren lassen. Und das ist ja wirklich so ein Kreislauf irgendwo. Das ist ja ein Wahnsinn. Es gibt daher
lediglich einen einzigen Ausweg, der weder unmenschlich noch unmöglich ist, da die Zigeunerplage bereits eine mittel- und osteuropäische Frage ist, die einer dringenden Lösung bedarf, sollte die österreichische Regierung im Verein mit den Regierungen der mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten an den Völkerbund mit der Bitte herantreten, womöglich Inseln im stillen Ozean, die klimatisch für die Unterbringung dieser südlichen Rasse geeignet sind, zur Verfügung zu stellen. Mary Jane. Aha, wenn es kommt, ein paar Reichen sagen. Ja, bitte. Asta e a lui? E soră cu Didian. E soră cu Didian, da. Asta, nu? Și pe fata o știu. Da. Cunosc, da. Ne știm. Nu știu sigur, sincer, poate să ai, dar eu pe ea o cunosc, pe bătrâna. Ea când alte kente? Că cu fratele ei spretin, cu fratele ei. Mit ihrem Bruder ist befreundet und die Jungen, die Kinder, die weiß nicht, ob sie dazu können. Nu mai să merg. Dar jocă original de pe mult țigănești. Si spiel, si calofiare. Aha. Asta nu joacă fără bani. Da, e normal, asta e. Nu, nu, pe el. Pe tineră. Asta e cumnat cu Neia, e frate cu nevastă. Frate cu nevastă lui Neia. Da. Verișori. Da, da, da. Dar trebuie să-i spui, stai? Das ist nämlich die, so wie sie sich bei den Bällen angezogen haben. Die Tracht, das ist die deutsche Tracht praktisch aus der Gegend. Dacă văd nemții că țiganii se îmbracă ca ei, o să zică... Ca ei, da. Nu mai vreau, nu se mai poartă, nu? Nu se poartă așa. Mai am ținut așa. Mai puteți număra o dată. Cum? Să mai numărați o dată în germană. Numai numere. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Friends with these kids, ați făcut teatru? Teatru, dans. They were making theater, dance, muzică și prezentare music. De costumele rome și băieți. And traditional traditional costumes. I-am învățat pe cei de acolo dans, la rândul lor am învățat instrumente, să vorbească. The kids were teaching. Diferă foarte mult dansurile noastre față de ale lor. The Roma kids that were teaching French kids to to learn how to dance. First, I
I working with these people and I work myself. I learned them to play in theater pieces and I act with them and I dance with all dance. It's like a small family of friends. Vor allem mit Geigen. Da haben sie vor uns am Platz gespielt, das war ein Horror-Bitchen. Und dann hast du nach 10 Minuten jecken müssen, weil das war ein Zustand. Das hast du nicht anhören können. Das war ein Katzengejammer, das du schön sagst. Also das muss man auch treffen. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt solche Leute, die werfen dir was ein, ohne dass sie dir zuhören, also einfach weil sie das so eine gewisse Pflicht spüren. Die greifen schon, du siehst sie schon in den Sack greifen, wo sie noch gar nicht hören, aus der großen Entfernung, dann schon ein Geld herrichten und dann schnell hingehen, was hineinschmeißen. Es gibt solche, die wirklich zuhören und dann beurteilen, ob das Qualität hat oder nicht. Und sicher ist es ganz wichtig, dass man frei ist von dieser Sorge. Das tut der Musik nicht gut. Ne? Spielen. Irgendwie finde ich das unheimlich einsam, wenn die da sitzen. Und sie hätten sicher was Lustigeres zu tun. Und auch was für ihnen vielleicht irgendwie mehr Befriedigung gibt. Gell? Also, was ich mir gedacht habe, was ich in Indien oder in Asien gesehen habe, da ist unheimlicher Bedarf an Schuhe putzen, wenn sie da so ein Kastel aufbauen würden. Und ein bisschen eine Bürste in die Hand nehmen und anbieten würden, sich die Schuhe zu polieren, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mehr Anklang findet als der Gesang, den die manchmal drauf haben.
Amerika? Austria. Austria. Ah, ah. Şimdi kızın dedeyiz, bunu babası. Ha, tut, tut, tut. Zaten, zwei Tage. Dos yine. Dos yine. Ay, yine de tramvay. Bu da mayfa. Bu da işte. Mache Krawall, Zigeuner. Nichts Arbeit. Nichts Arbeit. Kommerz, Zigeuner. Gute Musiker sind dabei. Gute Musiker, da, Zigeuner. Nu, că m-a întrebat dacă țiganii muncesc și că au muzică frumoasă. Good muzică. Da. Muzică țigeuner, good. Ca greier. Greier? Da. Muzic is in Arbeit. Ist Arbeit, ja. Zigeuner nu e Arbeit. Ja, Arbeit, dar zigeuner nu e Arbeit. Ist Musik Arbeit? Da. Da. Ce nu i-am zis că n-am mers încolo? Aluminiu, font sau alte minuni, așa sunt. Este un obicei al lor care nu este rudar, asta e meseria lor specifică. Aici se află, aici se află un mic atelier. Aici se toarnă aluminiu care să iese acest produs. Ceoale pentru vase de bucătărie, pentru mâncare, pentru o șeție. Deci numai aluminiu. Nu mai aluminiu. Nu mai aluminiu, nu mai facem. Cum procedează la acești romi care se ocupă numai cu așa ceva, turnare direct. Autorizați, regulă, tot suntem în... Da, a fel, da. Alles Tage. Kaufen, essen, wenig. 4 Euro, 5 Euro. Es ist besser, nicht gut. Und in der Woche? 2 Wochen muss. 2 Wochen. Bleiben hier. Wie viel machst du zu 2 Wochen? 120, 30. 130. Sei zu wenig, nicht viel. Was ist das? Slowakei ist gut. Wie lange bist du schon in Graz? Ich? 4 Jahre. Was machen zu Hause? Sitzen, gucken Televisor. Die Kinder essen nichts, kein Geld, muss kommen hier. Obda. 2 Tage nichts essen, keine Geld, Container essen. 10 Kinder, 10 Jahre Kiva. Diese 10 Container. Die sind abgelaufen. Gut. Ja.
angefangen hat es eigentlich in Eckenberg. Nach dem Jugoslawienkrieg haben wir 9 Zelte aufgestellt und dann über den Sommer eben die Leute von Jugoslawien gehabt. Bis dann zum Herbst gekommen ist und kühler geworden ist, haben wir uns eben überlegt, ob wir es machen könnten mit den Leuten, weil sie nicht im Zelt bleiben können. Und da haben wir diese Strickerei gefunden. Und die habe ich dann im 1991 mit 3 oder 4 Leuten, die dann später da geschlafen haben, ausgeräumt. Und in 3 Monaten war es so weit, dass wir es beziehen haben können. Und dann haben wir 1991 haben wir das erste Mal 32 Personen zum Schlafen gehabt. Und mittlerweile sind von 32 Leuten im Schwach 100 geworden. Und jetzt ist es voll. So ist das Leben. Und der Winter ist für die armen Leute kein Segen. Nicht. Die Schuhe sind hin. Kalt ist ihnen. Geld haben sie keins. Und beliebt sind sie auch nicht bei der Bevölkerung, bei einem Teil. Also, was willst du noch? Mir ist oft kalt bis auf die Knochen. Ich brauche dann 3 Stunden, dass man wieder warm wird. Ja? Das ist echt so. Und ich glaube, dass zum Beispiel alle Leute, die schon einmal nur das aushalten, stundenlang an einem Ort zu verharren und ohne sich zu bewegen, ja, schon einmal deswegen einen Haufen Respekt verdienen. Das sollen die alle mal machen, die sich darüber aufregen, dass sie sich irgendwie belästigt fühlen, ja, durch Leute, die einfach einmal eine andere Art von Leben reinbringen in dieses Geschäftszentrum, da, ja, in den Konsumtempel, den sich halt nicht jeder leisten kann und der vielleicht auch nicht interessant ist für alle. Wobei ich mich jetzt wenig auskenne mit sowas, aber es gibt ganz sicher was die Leute zum Beispiel können, was die Grazer verwenden können. Ne? Also kann jeder Mensch was. Ich meine, ich habe das halt in meinem Pädagogikstudium auch gelernt. Es ist wirklich so, dass in jedem Menschen was steckt und man muss das ans Positive irgendwie rausholen und das Gute, oder? Von den Menschen, weil sonst wird die Welt immer scheiße bleiben. Ich kann dazu sagen, dass bei der Bunte Zeitung kommen viele Roma-Leute. Und ich denke immer, wenn sie kommen, jede Person, denke ich, sie oder er, der wird nie was verkaufen. Aber die Roma-Leute, die finden schon ihre Wege. Und sie verkaufen schon. Aber an verschiedenen Orten, die man nicht vorhinaus kann erzählen. Ich habe neulich zum Beispiel gehört, dass Roma-Leute auch Bunte Zeitung in Prag verkaufen. Ja, ich weiß nicht, was die Behörden wollen, aber ich glaube, die Roma-Leute finden ihre eigene Weg. Die Behörden kommen immer nach. Thank you.
Okay, danke. Gut, du weißt. Auf eine. Hi. Hi. Heide. Ciao. Bye bye. Right now they are sleeping on the street or I don't know where, on the houses where nobody lives anymore. And actually they live outside, that's the point. And all the police are after them right now because the mayor wants that. And all the society, it's on the same opinion, actually. Because every time they say that the street children are doing bad things and they steal, they, I don't know what, they make crimes. But they are only kids for us. But what do they? What does the police do when they get the children? What do they do with them? They beat them. Okay. And you don't have tried. That's to, all. They beat to, them. To but then do any. Then they go. Sorry. Because it's not a solution. Yes, I you don't have tried to do any complaint to do some to write down. For to whom? To the chief of the policeman? Or yes, to the we have a partnership with the chief of the policeman, that's a psychologist, I think, and we are we can talk to them, but on the street there are only some police that uh-huh. don't know about us, and don't uh-huh. know. You must about try to contact the Romanian CNCD. Pentru drepturi la omului. Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Adică, wir nehmen dich eher fest, wenn du dein Hund ohne Maulkorb durch die Gegend laufen lässt, wenn die sehen, dass die Kinder auf der Straße auf. Ja, es gibt hier so viel Pädophilie zum Beispiel. Es kommen Italiener, es kommen pädophile Italiener, kommen pädophile Deutsche, die schnappen sich die Straßenkinder, die gehen mit denen ins Hotel, die lassen die duschen, geben denen zwei warme Mahlzeiten und vögeln die durch. Wie also das ist nicht das Problem. Wir fangen ganz woanders an. Da siehst du die kleinen Jungs, die gestern hast du die gesehen, die haben braune Haare und heute sind die blond gefärbt. Und dann fragst du die, ich frag die auf Rumänisch, ne? Was mit dir passiert? Oh, der italienische Herr, der war mit mir beim Friseur und hat mir die Haare schneiden lassen. Er hat mich blond gefärbt, hat ihm besser gefallen. Ich sage, ja, und? Oh, er hat mir zu essen gegeben und er hat mir zu trinken gegeben. Und ich war bei ihm im Hotel, es war schön warm. Er hat mich ein bisschen gestreichelt. Unglaublich. Paragraph 3 Absatz 2 ist eindeutig geregelt, dass eben Minderjährige, die zum Betteln verleitet werden oder missbraucht werden, anzuzeigen sind und dementsprechend eigentlich einzuschreiten ist. Also hier gibt es eine wirklich eine gute Regelung, die von uns auch in der Folge mehr oder weniger gemacht wird. Ne? Das kann so weit gehen, dass man eben diese Straßen, die Kinderstraßenmusikanten eben diese Ziehharmonika abnimmt. Es ist alles in diesem Gesetz geregelt. Wir sind eben verpflichtet zur Mitwirkung, dass wir diese Ziehharmonika sicherstellen können und mehr oder weniger als sogenannte Sicherheitsleistung der Behörde übermitteln müssen und sollen.
Die Straßenmusikverordnung ist am 1. Juli 1999 im Gemeinderat beschlossen worden. Und seitdem kontrolliere ich auf Weisung von Herrn Magistratsdirektor eben auf der Straße, dass eben diese Verordnung eingehalten wird. Das ist auch vor allem das Problem, weil wir jetzt dort in einem Bereich sind, der an und für sich jetzt, wenn da getrommelt wird, nicht? Man hört das jetzt auch so schön raus. Eine irrsinnige Akustik natürlich hat das höllert so richtig. Also in diesem Bereich da her, und das ist halt schon, wie gesagt, ein Problem, aber schauen wir hin. Nicht? Da sieht man im Buben, da sieht man, ja, da ist der Beweis, der steht daneben und schaut sich die einen oder anderen Griffe, glaube ich, ab. Das ist ein Wahnsinn. Also ich bin ein Grazer durch und durch. Also ich liebe diese Stadt. Und wenn es jetzt, vor allem in den Sommermonaten ist es im Urlaub, was gibt es Schöneres, einmal nicht dienstlich in der Herrengasse zu sitzen und dann ja, so richtig das Ambiente zu genießen der Altstadt. Da ist die Schwester, genau. Da haben wir eingangs auch immer das Problem gehabt, weil sie sich genau dort in einem Bereich dort hingesetzt hat, beim Schuhgeschäft, wo dann auch immer die Ladetätigkeit ist, wo die Autos halt fahren. Ich sag, die Căutăm pe cineva. Prima la dreapta în sus. Mulțumim. Frumoasă căruță aveți. Și pe o doamnă, care am înțeles că e din Năsăud. O cunoașteți? Ce aveți cu ei? Ei dânși eu cunosc fiindcă din Austria. Și ei s-au cunoscut acolo și dânși s-a spus dacă vine România să o viziteze, să o caute. Și că ei au filmat puțin acolo, copiii au cântat pe stradă, fac muzică. Și ei sunt ocupați de muzică țigănească și așa, știți, na, cum le place la nemți. Cum să mă primă? Aici e cartierul, aici, unde stau ei. Da, aici e exact. Dico vivi in morale, venga San Donato. Altri dico vivi. Si copi vivi. Si copi vivi.
mio amico? Sì, cosa fai? Sì, c'è padre. Di casa bevi, casa amore. Ciao per le moglie. Fogla in Vema, Mama Andragostite, no stessi te, giusto? Tolo le 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 le. Jetzt mit dem Klarinettenmuggel, ohne Klarinette, gespielt auf der Geige. Eins, zwei, drei. Ich glaube, dass man Armut nicht verbieten kann, sondern Armut wird man wohl von der Wurzel her bekämpfen müssen, damit Menschen nicht in die Situation versetzt werden, zum Beispiel betteln gehen zu müssen. Und ich glaube, dass die Bettler in Wirklichkeit eine Erinnerung daran sind, dass es auch in Europa Armut gibt. Im Kern ist es sehr, sehr wichtig, dass man den neuen Beitrittsländern zur Seite steht, damit diese in der Lage sind, Armut zu bekämpfen, aber nicht Arme zu bekämpfen. Das ist ein kleiner, aber elementarer Unterschied.
Die ganze Straße muss von hier verschwinden. Sie sagt, sie bringt uns in einen anderen Platz. Es gibt eine Straße hier in diesem Dorf. Sie bringt uns von hier. Aber ich weiß nicht, wie heißt diese Straße genau. Aber bis jetzt hat immer versprochen, er bringt Licht hier auf diese Straße und die Straße gut machen. Aber er ist nur versprochen bis jetzt, hat gar nichts gemacht. Und wie lange verspricht er schon? Seit 15 Jahren, vielleicht mehr. Hallo, Bibi. Hi, hallo, du. Bitte, das ist der Film, das ist der Film. Ich habe einen Freund in Österreich. Wir haben gesprochen auf Zigeuner, weißt du, hat gesagt, vielleicht in Österreich gibt es keine mehr Zigeuner, Österreich Zigeuner. Wenn war dieser Hitler oder wie heißt der? Hat alle getötet. Keine Ahnung. So hat mir gesagt. In Rumänien gibt es, ja, ich glaube, die gibt es in der ganzen Welt Zigeuner. Über die ganze Welt. In Deutschland auch, in Ungarn auch. Ja, ich habe gehört, vielleicht gibt es vielleicht 3 Millionen Zigeuner in Rumänien, vielleicht. Frag ich, aber ich war es nicht sicher. Na, da viele Kinder, haben Sie gesehen hier auf dieser Straße. Es sind viele Familien. Vielleicht 6, 7, 8, 9 Kinder, eine Familie. Und keinen Platz für Arbeit. Nur sozial. Aber die Sozial gibt es nicht nur vielleicht 2, 3. Monat. Gibt es Sozial für einen Monat. Vielleicht später. In diesem Jahr hat es gibt vielleicht 2 Mal. Von 3 Mal. In einem Jahr Sozial. In einem Jahr? Nein, nein, Sozial. 2 Mal, also 3 Mal ist Sozial. Ja. Wenn du eine gute Arbeit willst, ist von diesem Chef, ja, ich bin so und bla bla bla, und ich brauche diese Arbeit. Ja, willst du diese Arbeit, musst du zahlen so 100, 200, 300, 500 Euro. Ja, von da kriegst du gut Geld pro Monat, vielleicht kriegst du 300 Euro pro Monat. Und in 2, 3 Monaten kriegst du dein Geld zurück und dann gehst du weiter. So ist es. Ein normaler Mensch, so wie ich, kriegt ja nur 100 Euro pro Monat. Wir machen das alles ehrenamtlich. Also wir kriegen dafür nichts gezahlt. Also geben tut es das Marienamtland seit 1999, seit 7 Jahren. Und die Rollende gibt es eigentlich, also sozusagen das Aufsuchende gibt es auch schon länger. Aber so wie wir es jetzt machen, gibt es seit 2002. Seit Herbst 2002, also jetzt eigentlich genau 4 Jahre. Da kennen Sie die Leute eigentlich auch schon. Ja, man sieht es. Also ich kenne... Ja, gehst du da gar nicht mehr. Wir kennen uns alle. Nee, ist wieder. Das sind ja immer die gleichen Sichter. Die, was da sind, ja, die, was man da sieht, die sind relativ gut benannt. Ja. Wobei sie also mit klassischen, banalen Geschichten zu kämpfen haben, wenn sie da sind. Aber man weiß natürlich nicht, was mit denen ist, die da nicht herkommen. Es ist eher selten, aber sie bringen teilweise Kinder her, ja, die dann ganz, ganz bestimmte Dinge haben, wo wir dann versuchen, doch was in die Wege zu leiten. Also manchmal ist das sogar spektakulär. Ja. Also mit Dingen, die man bei uns eigentlich gar nicht mehr sieht. Ja? Also Krankheitsbilder, die bei uns in dem Sinn gar nicht mehr vorkommen, weil die frühzeitig behandelt werden. Ja? Also die einfach bei denen sehr verschleppt sind. Ja? Also wir haben jetzt, das war zwar kein Kind mehr, sondern schon ein Jugendlicher mit
einem Augenleiden gehabt, das würde bei uns gar nicht so weit kommen. Ja. Also eine Infektion des Auges, die einfach bis zur Blindung gegangen ist. Ja. Die ganze Zeit sitzen. Nicht sitzen, kein Geld. Muss sitzen. Jeden Tag. Es ist kalt oder Weihnachten kommen, das ist mir egal. 20 Euro, 25, das jeden Tag. Kaufen, Zigarette, essen. Und du fängst an zu arbeiten um 9 Uhr? Ja. Und wie lange arbeitest du? 5 Uhr, 6 Uhr. Muss. Hast du Kinder? Ja. 4, 3 Mäke, ein Pup. Pup, Zoltan. Mäken, Alexandra, Pamela, Daniela. Zigeuner, deutsche Zigeuner. In Rumänien machen diese Tag für Gott, für seine Kinder, Hilfe Gott.
und seine Mutter, Vater und die ganze Familie. Und morgen früh, weißt du, diese Schweinkopf machen raus. Ja, so 4 Uhr, morgen früh. Und dann machen ein großes Feuer. Tanzen mit Gott, geben für Gott, weißt du? Und dann die Glocke kochen und ganze Leute, was hat du gesehen hier, alles essen. Andere Leute, welche haben kein Geld und kein Haus, kein anderes etwas. Ich helfe alles. Ich spreche ungefähr 60% Deutsch. Entschuldigung. Ich und meine Musikanten, ich gefahren in meine Stadt, weißt du? In meine Stadt und gelassen alle Geld. Weißt du, keine Zigarette kommt mit mir. Alles gegeben für Gott. Oh, Gott sei Dank. Meine Frau gesagt, was du machen? Alle Geld mit meiner Gruppe fahren nach Ketscha und gewinnen alles. Gott sei Dank. Aber die nächste Mal waren gefahren bei Ketscha. Ich und du gehen zusammen bei diesem Haus, welche haben jetzt Mutter und meine Mann. Meine Mutter. So, gleich, ich habe Essen. So, gleich, ich habe geschlafen. Früher meine Mutter, meine Papa haben Geld, haben alles. Und dann war heiratet mit meinem Mann. Ich war da. Ich bleibe da. Essen hat gemacht. Feuer. Im Boden. Aber ich habe richtig nichts essen. Ah, ich nichts bleibe da. Meine Mann hat gesagt, wenn du liebst, bleibst. Aber ich liebe die Gitarrenmusik. Und dann, ich bleibe da. Jetzt haben wir 30 Jahre zusammen. Pile, 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 hai mattine. Tu comincio. Io i metteva a soccerte, morono a me, morde. Pile, pile, pile. Pile tai matile. Ioi, mette la soccerte. Morono la me. Vade. Pile, pile, pile. Pile tai matile. Ioi, mette la soccerte. Pile, 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 pământul ăsta care e în spațiul ăla cât e de mare, acolo a fost ce? Poate, poate tu nu știi, dar tata tău și mamă ta știi. A fost cășile lui Romi. Nu a fost al lui nimeni pământul ăsta. Au dat primăria ceva, m-au ajutat primarul cu ceva.
Nu mă ajută nimeni, nu mă da nimeni nimic. Și așa, pentru că voi îi amenințați că îmburdați căștii. Da, îmburdați. La știu ce perevelă în țăra, că n-ai ales sinucidea. Aici, deci că trecidea pe cinci fel de ajutori. Deci omul sărac s-a făcut o casă, un burdeu cum a putut. Deci din mâinii lui, o bătut văiugă și-a făcut o teatrești în lemn, așa, și s-a ajutat unul pe altul aici. Aici nu a dat primăria. Nici un fel de ajutor, nu, nimic. N-am venit la nimic. Tine, nu am cerut ajutoare, n-am. Te avem mulțumim eu primare pare să cinci gălei rom ca la. Băsesc că nu poate să vină aici ca să dă ție personal. Poftim. Domnul Cutare, tu ești dumneata așa, cu familia Cutare, atâta copii, atâta așa, așa. Ne dăm material să ne ridicăm da, că dacă și... vinea și la noi, în dată cum a fost la Utelec, eu da, acord, da. Se ducea că sunt jos, stătea cu parte. Nu, așa nu ți naște. Ce ți... Avem ceva. Ale romali, ale chavali, tajure, tajure, tajure. Sogi la bame, bravo, mangat po kina susu. Für mehr Polizei in Graz. Mehr Polizei? Wir haben 300 weniger. Als? Wie? Weniger als Wien, oder? Nein, in Graz. Statt 1000 haben wir nur mehr 700. Ne? Aha. Ne? Darf ich bitten, von dir sprechen? Haben Sie mehr Polizei? Sind Sie dafür? Mehr Polizei? Ja, ich nein, schon. Ich glaub, Sie auch. Nein, ich glaube, das reicht. Mir reicht es, glaube ich. Ja, dann gehen Sie aber nie vor. Ja, bitte nicht schick. Spruch der bayerischen CSU und der lautet, rechts von uns darf politisch kein Platz sein. Ist das Ihr Motto, ist das das Motto der Grazer Volkspartei für die kommende Gemeinderatswahl? Also Herr Chefredakteur, bevor ich Ihnen die Frage beantworte, möchte ich eines klarstellen. Der Herr Pfarrer Bucher, die Vinzenz-Gemeinschaft und ich sind eins, dass wir eines wollen, nämlich Menschen helfen.
Servus, grüße dich. Darf dir die Unterschriften an unserer Aktion übergeben, die wir gestartet haben, um die organisierte Bettlerkriminalität in Graz einzunehmen. Und wir wollen in Österreich wieder einen guten Mitstreiter haben, auch als Bürgermeister. Es sind insgesamt 10.300 Unterschriften zusammengekommen, wovon 5.700 Grazerinnen und Grazer dabei waren. Ich hoffe, dass die Gemeinderatsparteien hier unseren Wunsch Folge leisten und eine große Anzahl von Grazerinnen und Grazer hier aus dem demokratischen Prozess nicht ausschließen. Ansonsten es wird dann der Wähler bei der nächsten Gemeinderatswahl machen wird. Gut, ich danke einmal für die Unterschriften. Aus meiner Sicht relativ schnell zusammengekommen. 10.000 Unterschriften werden, glaube ich, heute von niemandem in der Politik und auch niemandem in dieser Stadt einfach so auf die Seite gelegt. Wenn ich heute die Unterschriftenaktion für Todesstrafe für Kinderschänder mache, habe ich eine große Zustimmung. Es gibt Dinge, die sind einfach machbar, aber es ist ja ein ganz armseliges Ergebnis zustande gekommen. Von diesen angeblichen 10.000 Unterschriften waren ja nur die Hälfte Grazer. Und wenn aus Graz 5.000 Menschen von 150.000 Bewohnern unterschreiben, was ist denn das für eine Menge? Das ist ein Thema, das ich auch immer wieder aufgegriffen habe und weiterhin aufgreifen werde. Ich betrachte es nach wie vor durch die Möglichkeiten, die wir in der Stadt Graz geschaffen haben, so wie wir das ganze Thema behandeln, als ein Verpflichten von Menschen vor uns zu knien. Es ist menschenunwürdig. Man müsste das anders angehen. Sagen wir, wenn einer auf die Straßen sitzt und bettelt. Der eine, also ich war jetzt in der Zeit, Jahreszeit, Gott sei Dank ist heuer noch nicht so kalt oder was. Aber wenn es einmal kalt ist, der sitzt am Boden, der verkühlt sich ja. Jetzt, wenn er bettelt ist, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie ist der, wenn der da krank ist und der verkühlt, der muss sich bedeuten, wer schaut denn auf einer? Oder haben sie, eine Versicherung? Ich habe keine Ahnung. Man sollte immer versuchen, vor allem im 21. Jahrhundert, in einem neuen und starken und größeren Europa, das Problem bei der Wurzel zu packen und vor Ort zu helfen. Das ist auch mein klarer Ansatz und ich war und bin und bleibe für ein klares Bettelverbot. Da hat er so lange Propaganda gemacht und die Leute eingeladen zu kommen. Die 5.000, die gekommen sind, die bringe ich zu allen antirassistischen und ähnlichen Dingen. Wenn es erlaubt wäre, eine Unterschrift zu sammeln, den Juden aus Graz zu vertreiben, bringe ich auch 5.000 zusammen. Gar kein Problem. Das heißt mit anderen Worten, wir haben in jeder Gesellschaft eine kleine Gruppe und ja, die hat halt auch in Graz eine gewisse einen gewissen Zulauf, eine kleine Gruppe, die jederzeit bereit ist, Fremde, anders aussehende, rassistisch bedingte Vorurteile zu unterstützen, zu betreiben und auch für sich selbst als Rechtfertigung zu benutzen, warum sie gewisse Menschen nicht mögen. Bitte einmal zu mir, Herr Scham. Danke sehr. Dankeschön. Auf weiteres Gutes. Aber was passiert jetzt mit den Unterschriften, wenn ich fragen darf? Was machen Sie jetzt mit den Unterschriften konkret? Ceva, că ziceau că nu are 14 ani. Așa a fost. Și s-au iat și un probleme. Și chiar i-au confiscat un acordeon. S-a iat și un grav probleme din polițai. Mm. Din polițai, exact, zis nici 14 ani. Un dat ea nici spune la pe strasă. Und die Polizei hat schon genommen einmal ein Akkordeon von Marius. Ce vrea să facă el? Da. Cum îl vezi pe Marius în câțiva ani? Ce vrei, ce va face în următorii ani?
Așa, momentan ne luptăm ca să supraviețuim, așa. Și noi sperăm într-un viitor mai bun ca să termine o școală, ceva, ca să fie ceva, doresc ceva mai bun pentru el, cum am fost eu și așa ceva. Ich sag Marius, sein Vater hoffen so, Marius zum Schule gehen und ein anderes Leben haben, besser als sein Vater, wie als sein Vater gehabt. Ein gutes Leben. Vielleicht geht es um Schule, sie geht sicher um Schule und vielleicht später Marius kann jetzt was anderes machen, besser als sein Vater, was hat sein Vater gemacht bis jetzt. Was gehört vom Vincenest, aber sagt er, am Vincenest darf er nicht mit seiner ganzen Familie, mit Frau und Kindern. Und er kann nicht lassen, seine Familie so. Er muss mit seiner Familie zusammen sein. Auch die Zeitungen widmen der Aussage des Grazer Bürgermeisters heute breiten Raum. Siegfried Nagel im Kreuzfeuer der Kritik, heißt es hier. Kritik kommt heute auch von Caritas-Präsident Franz Küberl, der den Grazer Pfarrer Wolfgang Pucher in Schutz nimmt. Ich bin vom Stockerl gefallen, wie ich das im Fernsehen gesehen habe, dass der Mann in der Kirche von Graz, der am meisten für die Bettler getan hat, hier und auch in ihrer Heimat, so behandelt wird. Altbürgermeister Alfred Stingl. Mit Verbieten, Wegjagen, und hinaus aus Österreich ist ein Problem nicht gelöst. Und ich denke mal, wenn wir heute, gerade haben wir gerade dafür gesprochen davon, durch unsere so gesäuberte Vorweihnachtsstadt gehen, gell, überkommt mich das große Kotzen. Lieber wäre bei den Kindern, die da nichts haben. Wirklich, weil man sagt, wir säubern, wir machen alles schön sauber und wir wollen sogar die Bettler noch sozusagen wegräumen, weil wir glauben, das ist organisierte Bettlerei. Organisiert ist wohl der Wahnsinn, den wir aufführen und die wegtreten wollen, die uns vielleicht noch gerade im Weg sind. Das stört mich wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen. Und ich werde dagegen in meinem kleinen Maß kämpfen. Wirklich, absolut. Aber wir haben trotzdem in Form von Zivilstreifen versucht. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Bettler gewisse Sachen dann abliefern müssen. Also das haben wir nicht beobachtet. Nicht? Also wenn man jetzt das letzte Jahr im Dezember, also vor Weihnachten, das hernimmt. Ne? Das Einzige, was man an organisiert betrachten kann, ist Folgendes. Und das wissen wir aus der Slowakei, dass da Kredite aufgenommen werden. Und diese Kredite sind zu hohen Zinsen, da können sie es nicht zurückzahlen. Und wenn er es nicht zurückzahlen kann, wird er indirekt gezwungen, etwas zu unternehmen, damit er zu Geld kommt. Das heißt, dieses Geld, was er dann erbettelt, das liefert er also eigentlich seinem Kreditgeber ab. Und das ist der Punkt, warum sie in einem System drinnen stecken, aber nicht so, wie es unterschwellig immer behauptet wird. Da sitzt irgendwo jemand, der einen Mercedes hat und womöglich in einem Haus mit Bädern aus Marmor und mit goldenen Hähnen, und der schickt dann Scharen von armen Menschen aus, die er kontrolliert, was ich, in alle Städte Europas, und wo er dann hergeht und sagt, und du lieferst mir 90% oder 80% dessen, was du bettelst, ab, und wehe dir, wenn du nicht genug bringst. Das ist ja die Unterstellung von organisierter krimineller Bettlerbandentum. Und das gibt es in Wirklichkeit nicht. Ich glaube da eher, dass Pfarrer Pucher in seinem übersteigerten Wunsch, posthum irgendwann einmal selig gesprochen zu werden, hier weit über das Ziel hinausschlägt, weil er lässt ja damit Dinge zu, die in Graz passieren, wo auch durchaus seine Bettler aus Hostel-Chefer Mitglied sind. Er kann auch persönlich, auch aufgrund seines Alters, und das ist auch logisch, nicht jedem hinterherlaufen und auf jeden aufpassen. Also ich würde mir gerade von einem Pfarrer Pucher, der sich einer christlich-sozialen Soziallehre auch verschrieben hat, der auch diese lebt, als katholischer Priester, würde ich mir wünschen, wenn er sich auch auf seine Aufgaben als katholischer Priester und so auf die Nächstenliebe der eigenen Mitmenschen in Österreich besinnt und auch die Armut bekämpft, bevor er Armut befördert. Ich bin überzeugt, und das vermute ich,
dass er mit keinem einzigen noch in dessen Muttersprache, das heißt via Dolmetsch, länger als eine Minute geredet hat, wenn er überhaupt auch nur eine Minute geredet hat. Er kennt keinen einzigen, hat nie seine Heimat besucht, hat nie seine Familie kennengelernt. Er weiß gar nichts. Er hat nur einen Haufen Vorurteile in seinem Hinterkopf, die er vererbt bekommen hat, von seiner Familie vielleicht. Ich kenne die Familie auch nicht, vom Herrn Gross. Und das benutzt er jetzt, um selber auf dem Rücken dieser armen Menschen eine politische Karriere zu machen. Es ist eine ganz jämmerliche und armselige Art und Weise, in der Gesellschaft wer werden zu wollen. Ganze künstliche Welt da sieht und dass einfach ein paar Bettler irgendwie steuernd wirken, das ist, ja, es ist unglaublich. Ne? Weil wenn jemand bettelt, das ist ja schon so etwas Entwürdigendes, dass man sich mal hinkniet vor dem Nächsten. Und wenn ich mir dann denke, dass der Herr Nagel am Heiligen Abend im Grazer Dom kniet, ne? Ja, was soll ich mehr sagen dazu? Es ist, ja. Das ist alles. Gut. Pfiat euch. Noch einmal, bei uns kriegt jeder, wenn er nach Graz kommt, auch wenn er aus dem Ausland kommt, eine Unterkunft, ein warmes Essen, Begleitung und ärztliche Versorgung. Wenn jemand aber von außen kommt, handelt es sich nicht mehr um Sozialhilfe, sondern sind wir beim Thema Entwicklungshilfe. Und Entwicklungshilfe, da bringe ich ein Beispiel, in der Sahelzone kommt auch keiner, wenn es kein Wasser gibt, auf die Idee zu sagen, gehen wir Wasser nach Graz betteln, dann fahren wir wieder heim, um es aufzubauen, sondern dann muss man vor Ort wirksam einen Brunnen bauen. Und das ist das Konzept, das ich jederzeit unterstützen würde. Und da können wir uns tolle Projekte einführen lassen, auch für Hostage. Ich sehe keine Projekte bisher. Er hat im Gemeinderat als Muster für eine bessere Lösung der Betreuung drei Projekte vorgestellt und ich habe die drei Projekte für die Graz, in Graz betteln Roma, alle drei Projekte mir angeschaut. Sie sind erstens einmal alle mehr als 100 Kilometer weg von Hostice, wo die meisten Grazer Bettler herkommen. Es soll mir einer erklären, was diese Projekte mit den Bettlern von Graz zu tun haben. Überhaupt nichts. Er kann ja gleich ein Projekt in Afrika machen, ist das Gleiche. Und mit der Begründung, ich mache eh etwas in Afrika, kann er die Bettler von Graz vertreiben. Die zwei Dinge haben miteinander nichts zu tun. Und das Zweite, ich habe kein einziges Projekt gefunden, in dem den Menschen Arbeit verschafft wird. Das ist ja das Hauptproblem. Das sind Kulturprogramme. Schön, nichts zu sagen, warum nicht? Aber zum Essen haben sie nichts. Und frieren tun sie weiter. Ich glaube, dass das nicht die Meinung des Bürgermeisters ist, sondern ich glaube, dass das die Meinung seiner Partei ist. Man will eben die ihnen abhanden gekommene Klientel an Wählern, die jetzt rechts bei der FPÖ oder beim BZÖ sind, mit solchen Aussagen wieder zurückkriegen. Und vielleicht gelingt es ihnen, dass der eine oder der andere sagt, naja, unser Bürgermeister ist ja da ein feiner Bursch. Er wird ja
schon bald ein halber Freiheitlicher oder ein BZÖler sein, wenn wir mit ihm mithalten und ihm helfen. Und so hat er mir das eben gedacht haben, nehme ich an. Ja, ich glaube, das sind Berufene zur Stelle. Müssten da Berufene zur Stelle sein. Aber dass die da sitzen, ist doch auch für die Personen sehr erniedrigend. Und für uns beschämend. Man müsste anders helfen, dort helfen. Wir Österreicher immer integrieren, während die Ungarn, die Tschechen, die Slowakei, die zur EU kehren, sie einfach Staub machen, das sollen eigentlich einige auch davon aufnehmen. Das war es dann, Schnitt. Ja, wie lange halten Sie denn die Kamera da? Mehr habe ich nicht zu sagen. Ungarn, Tschechien und Slowakei, die sollen, das sind über eine halbe Million so Unentdeckte, die was man nicht einmal registriert hat. Sie warten, sind wir 50 Millionen aufnehmen. Österreich ist zwar größer ein bisschen als die Schweiz, aber deswegen, dann können wir auf die Berg gehen und die machen sie Brat, oder was? Das kommt nicht in die Tüte, nee. Moment. Das ist eine normale Ausweis. Das ist meine normale Ausweis. Bulletin in Rumänisch. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Junge hat keine Ausweis. Bulletin in Rumänisch. Hat keine Haus. Sie kaufen. Haben keine Haus. Sie kaufen. Seine Familie auch. Bulletin. Warum? Kein? Viel Kinder, Junge. Nicht nur die. Viel Junge haben nicht keine Ausweis. Keine Papiere, keine. Oh, gut. Dai solo il culo della gatta. Primaria, weißt du? Primaria. Asociația de Timișoara, felul ale primar. Este man in Timișoara. Weißt du? Este man. Știi nici sprechen 100%. Bürgermeister. Sehr gut. Danke. Die Bürgermeister hat gesagt, hast du keine Wohnung? Hast du keine Papier? Gib nicht Papier.
Sí, me gusta mucho Graz, es muy bello y quiero estar todo el tiempo en Graz. Me gusta cómo es la combinar, me gusta todo, me gusta los amigos, me gusta la vida en Graz y me gusta todo. Sí. ¿Y aquí? Aquí en Rumanía no me gusta nada, porque todo el mundo es malo y no lo sé por qué yo no quiero estar aquí, pero no quiero porque no me gusta nada. Yo quiero estar todo el tiempo con mi amiga y esto. Sí, no me gusta nada aquí. ¿Qué nada? Nada no me gusta. No. Yo no quiero estar aquí. Sisi. Sisi, Prinzessa Sisi. Prinzessin Sisi. Ist schön. Das ist der Franz Josef, ihr Mann. Mann von Sisi. Ja. Wie alt bist du, Marius? 14. Hast du Ausweis? Ja. Hast du mit? Nicht mit. Darfst du spielen jetzt auf der Straße? Ja. Jetzt, ich bin 14, ja, 40. 14. Wie lange ich habe? 13, Polizei hat gesagt, nicht spielen. Aber jetzt darf ich spielen. Did it?